Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt Tag 5 unseres Trips auf dem Balkan. Und wir verlassen jetzt den schönen Platz an der Una. Machen einen Offroad-Track der Pistenkuh mal wieder an der Una entlang. Und dann schauen wir mal, was noch so heute alles kommt. Der Platz hier ist sehr zu empfehlen. 5,50 Euro hat es übrigens gekostet. Pro Person. Man muss nach Personen bezahlen. Der Nationalpark Ranger kommt abends vorbei und, so früh kommt auch und kassiert ab oder am Morgen auch. Also es kommt eigentlich keiner aus, ohne zu bezahlen. Es gibt ja immer wieder so Sparfixe, wo ich sage, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wenn so ein schöner Platz schon mal vorgehalten wird, dann kann man wohl auch mal 5,50 Euro zahlen. Zu zweit wohlgemerkt. Ah ne, pro Person 5,50 Euro. 11 Euro habe ich gezahlt. Es kommt ja schließlich dem Erhalt des Fleckens zugute und des Nationalparks. Und somit ist es gut investiertes Geld. Und der Platz war echt schön, er war sauber. Du hast zwei platzeigene Hunde dort, die auch sehr lieb sind. Und du hast frisches Wasser, du hast warme Duschen, ordentliche Klos. Also nicht irgendwie versaut oder eklig, sondern ordentlich geputzt. Also da haben wir in Norwegen schon ganz andere Klos gesehen, so Plumpsklos, wo es einen echt ekelt drauf zu gehen. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Absolute Empfehlung, finde ich. Ja, finde ich auch. Und die Ranger beide waren sehr nett. Waren sehr nett. Gibt's nichts. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht der Track los. Den ersten Track konnten wir leider nicht fahren. Vom Eingang 1 aus, weil unser Auto einfach zu hoch ist. Mit den Dachboxen. Ein normaler Jeep kommt scheinbar durch, aber der Ranger hat uns nicht reingelassen. So, jetzt geht der eigentliche Track los. Ich glaube, wir haben vergessen zu sagen, in welchem Ort wir geschlafen haben. Das war Martin Brot. Also gleich bei den Wasserfällen. Nee. So, wir sind jetzt an einer Abzweigung, da geht es links die Serpentinen hoch. Da fahren wir jetzt mal hoch, mal schauen, ob das der richtige Weg ist, weil irgendwo haben wir, haben hier weder Satellitenempfang noch Handyempfang. Also man ist hier total im Tal der Ahnungslosen. In der Pistenkuh steht es aber so, dass man links die Serpentinen auf eine Hochebene hochfährt oder aber man kann unten entlang weiterfahren, aber der Weg nach oben soll der gepflegtere Weg sein. Aber ich mach dir mal ein Bild. Ja, ich halte mal da an. Ja. Ah. Ach, das ist ja schon der Bahnhof. Ach, schau mal an. Dann passt es ja. Dann wäre da unten irgendwo... Oh, das sind geile Brücken, oder? Ja, warte. Dann ist da unten irgendwo der Übernachtungsplatz eigentlich am Fluss, wäre der gewesen, wo ich rausgesucht hatte. Also das ist der richtige Weg. Links geht's hoch, die Serpentinen. Wir sind jetzt schon am Bahnhof Una. Das ist der alte verlassene Bahnhof, der seit Jahren nicht mehr betrieben wird. Erster Teil der Strecke haben wir geschafft. Mit schöner, ne, für heute meine ich ja. Schöner Ausblick vom alten Bahnhof, vom verlassenen Bahnhof mit unserem Nacho. Ja. Ach, das ist schon die Gemeinde Livno. So, hier beginnt unser nächster Track. Bobo, du hast das Ziel erreicht. Nummer 5. jetzt auf 1320 Meter hoch. Die Aussicht ist jetzt schon gigantisch in die Ebene hinunter. Wahnsinn! Das Beste an den bosnischen Tricks ist allerdings, dass man komplett alleine ist. Wir haben heute erst eine Begegnung gehabt mit einem Motorrad. Sonst nichts. Dir kommen keine Autos entgegen. Du musst nicht ausweichen. Es kommen keine rasenden Motorräder von hinten an oder Fahrräder wie in den Westalpen, auf die du achten musst. Also es ist hier schon noch ein ganz anderes Naturerlebnis. Richtig angenehm. Genau. Und ich sag's immer wieder, diese Landschaft in Bosnien, also ich komme damit noch gar nicht klar, wie schön hier ist. Also ich habe in meinem Leben noch nie solche Blumenwiesen gesehen. Ehrlich nicht. Das ist für mich eigentlich das Highlight schlechthin. So viele verschiedene Blumenarten, die ich noch nicht kenne. Schmetterlinge in den schönsten Farben. Die Wellen in den schönsten Farben. Wahnsinn. Also, wenn sich jemand nicht trauen sollte, nach Bosnien in den Urlaub zu fahren, ja, der soll einfach die Angst nachlegen und vielleicht doch einmal probieren oder es doch nicht machen, umso ruhiger bleibt es nach wie vor. Genau. Hier gibt es keine Verbotsschilder an den Wegen. Also ich habe noch keins gesehen, wo Zufahrt verboten war. Alle Wald- und Feldwege sind befahrbar. Wenn, dann kommt mal ein Hinweisschild für LKW verboten, aber sonst alles easy. Die Menschen, die Bauern, wenn sie dich sehen, grüßen. Winken, ja. Kommt der Daumen hoch. Die sind halt stolz auf die Land. Zur Welt, zur Natur. Gerade haben wir es gesagt. Dann ist da ein Kroate, der über die grüne Grenze jetzt wieder zurückfährt. Also wie ihr seht, ja, so einen Mittagspausenplatz findet man nicht so ohne weiteres. Weil irgendwo muss es ja für jeden passen. Genau, das ist das Problem immer bei uns. Weil der Film muss ja laufen, aber der kann ja immer auf unebenen Strecken laufen. Ja, dann ist er unsicher und dann hat er Angst. Dann lässt er sich immer hinfallen. Da springen wir aber ganz schön rum. So, die Chefin hat gesprochen, ja. Kapitan Christine. Ja, aber da ist doch eigentlich am Rosenkraut. Wo haben wir jetzt? Jetzt stecken wir wieder nach unten. Stopp. Das merke ich. Merkst du was? Mittagspause. Mit Aussicht. Der Gimbel ist wieder aktiv. Der Gimbel. Schauen wir mal, wie lange er funktioniert. Der Drecksgimbel. Hey. Wir hatten jetzt eine schöne Mittagspause. Wir waren jetzt auf 1329 Metern in den Dinariden. Und es war warm. War nicht weiter windig und es hat überall gesurmelt und ja. Wahnsinn. Kleine süße Schmetterlinge waren unterwegs. Ich werde noch zur Ornithologin für Flora und Fauna. Ich weiß gar nicht, wie das Insektologen heißen. Oh. Keine Ahnung. Ups. Also. Ey, der Gimbel ist... Es wackelt, aber der Gimbel ist gerade. Seht ihr mal, wie der Duftbaum wackelt. Oh, Wasserpfütze. Oh je. Achtung, Achtung. Habt ihr das gehört? Habt ihr Spritzen sehen nicht? Nee. Also Leute, es ist echt Abenteuer. Du siehst den Weg teilweise gar nicht gescheit. der ist schon so zugewachsen. Gerade hat man einen Busch mitten im Weg, der war bestimmt 1 Meter hoch. Wir sind jetzt in den letzten Zügen des Tracks. Es geht über Geröll, große Steine, kleine Steine, mal mehr, mal weniger Stein gleich ab. Sehr, sehr bewachsen ist das auf jeden Fall, alles sehr dicht. Der Weg ist sehr eng teilweise. Also der zweite Teil des Wegs nach unserer Mittagspause hat es in sich gehabt. Da waren schon ganz schöne Stellen dabei. Steil, große Steine im Weg. Und die haben wir aber nicht gesehen, weil das Gras so hoch ist. Wir sind zweimal aufgesessen. Und ja, mal schauen, wie viele Kratzer wir im Lack haben, weil teilweise war es schon sehr eng. Und da konnte es gar nicht ausweichen. Naja, Augen zu und durch. Aber war interessant. Ja. War sehr interessant, die Strecke. Ich weiß nicht, ob man das mit einem VW-Bus fahren kann. Wenn VW-Bus ist, ist es schwierig, wenn, dann muss er schon gut höher gelegt sein. Aber dann sind Lackschäden trotzdem vorprogrammiert. Muss jeder dann für sich selbst entscheiden, ob er das in Kauf nimmt oder nicht. Man kann es fahren, aber dann hat man garantiert Kratzer im Lack. Was wir ja ahnen wollten, aber jetzt haben wir es auch. Naja. Aber das ist halt so, wenn man Offroad. So ist es, genau. Haben wir vorher gewusst. Genau. Wenn wir jetzt im Tal sind, fahren wir Richtung Livno weiter. Dann tanke ich erstmal wieder nach. Und dann schauen wir, wo wir heute Nacht schlafen. Ob wir zu den Wildpferden hochfahren oder ob wir im Tal unten irgendwas finden. Vielleicht gibt es irgendwo einen Fluss. Mal schauen. Ihr werdet sehen. Wir melden uns dann auf jeden Fall wieder. Das sind ein paar der 800 aktuell wildlebenden Pferde mit Fohlen bei den Kühen. Und Leute, wenn ihr auf diesen Bergrücken raufschaut, warte, das sind alles Pferde. Ach, das Pferdemädchen ist wieder aktiv. Guten Abend, da freut sich jemand. Also nicht über das Wetter. Also wettertechnisch schalte ich das jetzt um. So. Geht nicht. Nee, geht nicht. Dann muss ich euch drehen. Im Augenblick regnet es. Wir haben Gewitter da hinten irgendwo. Aber wir haben da jetzt einen Schlafplatz neben einem alten Haus. Das wird ein Bauernhof gewesen sein. Mitten unter den Wildpferden von Livno. Die Bilder habt ihr bestimmt schon gesehen, haben wir gerade gefilmt ohne Ende. Christine hat 3598 Bilder gemacht. Die war aber immer eins anders wie das andere. Und ja, ich habe es euch ja schon gesagt, es gibt welche, die buchen sich einen Guide dafür. Wir sind der Guide selber. Wir haben sie auch so gefunden. 10 Minuten nach der Ortschaft waren die auf einmal eine Riesenherde. Das waren bestimmt zwischen 200 und 300 Pferden. Ja. Groß, klein, alles dabei. War richtig schön. Und du zwischendrin. Unglaublich. Die Geräusche sind Wahnsinn. Kennt man so gar nicht. Ja. Die Hengste haben ihre Revierkämpfe gemacht. So wer ist der Chef, die Junghengste. Also und alle friedlich, muss man sagen. Also wir waren ja zwischendrin, mittendrin gestanden. Und Gewitter, und das sind ja die Pferde normalerweise als Fluchttiere unruhig. Und da greift keiner an oder irgendwas oder schlägt aus. Nee. Da waren etliche Touristen da. Also aber alles gut. Wenn man sich bedächtig verhält und ja, wenn man sich langsam bewegt und nicht unbedingt hektisch wird, dann denke ich, ist das kein Problem. Wir haben jetzt hier halt viele Fliegen. Ja, ist halt so. Ich wollte eigentlich noch das Feuerchen anmachen heute. Allerdings ist das Holz oben in der Kiste auf dem Dach. Und da sind ja unsere Stühle. Ja, und im Augenblick regnet es, habe ich ja glaube ich schon gesagt. Muss ich mal schauen, entweder mache ich mich schnell nass. Mit Stehplatz gebucht. Nee, als allererst hole ich jetzt die Stühle raus, dass wir was essen können. Was gibt's denn, Chefin? Ich mache heute Vollkornnudeln mit Gemüse drin, auch wenn das daheim Michael nicht mag, aber da kommt jetzt ein bisschen Zucchini rein und ein bisschen Aubergine kommt mit rein, die wird mit Tomate ein bisschen angebraten mit Knoblauch und Zwiebeln und dann gibt es einfach rotes Pesto und Parmesan noch dazu. Okay, alles ohne Gemüse. Mal schauen, was es dann wird. Bis später.